Herzlich willkommen zum Café Stillpoint. Mein Name ist Anja Engel-Schulmeier und ich freue mich sehr, dass ich heute die sechste Woche des Café Stillpoints mit meiner Kollegin Claudia Nox beenden kann. Heute ist ja auch der Vorabend der Walpurgisnacht und eigentlich der optimale Tag für ein Frauenthema. Außerdem ist heute auch der letzte Tag der Ausgangsbeschränkungen. Und die Ausgangsbeschränkungen hatten als positiven Effekt, dass die weiblichen Brüste eigentlich so viel Ausgang hatten wie selten in ihrem Leben. Warum diese neu gewonnene Freiheit sich positiv auf die Brustgesundheit auswirken kann, das werde ich jetzt mit meiner Kollegin Claudia Nox in der nächsten Stunde erörtern. Ich freue mich sehr, dass Claudia wieder bei uns ist. Hallo Claudia. Hi Anja. Darf ich dich noch kurz vorstellen? Ja, gerne. Claudia ist Hebamme vom Grundberuf und Osteopathin. Claudia hat auch Kinderosteopathie gemacht und war auch lange Leiterin der Kinderklinik an der European School of Osteopathy. Claudia praktiziert in England, aber auch in Österreich, sodass sie auch für uns und für Frauen hier zu erreichen ist. Und ich freue mich sehr, dass du als Frauenspezialistin oder Frauengesundheitsspezialistin heute nochmal das Wissen mit uns teilst. Und ich würde sagen, bitte, das Mikrofon ist dir. Dankeschön, das ist ganz lieb. Ja, also wir würden uns ja gern heute ein bisschen damit auseinandersetzen, inwiefern die Corona-Beschränkungen vielleicht unseren Brüsten gut getan haben. Und wir wechseln jetzt einfach mal zur Präsentation. Genau, also es haben ja ganz viele Frauen irgendwie während des Lockdowns darauf verzichtet, zu Hause jetzt noch BH zu tragen und das dann auch wochenlang und haben dann einfach festgestellt und angefangen im Internet zu berichten, inwiefern ihnen das gut oder nicht so gut getan hat. Und da hat es dann doch viel Diskussion gegeben und ich habe das einfach mal als Anlass genommen, zu gehen und uns vielleicht weiter zu zeigen, wie wir da therapeutisch auch mit umgehen können. Dies fand ich ein ganz interessantes Comic, was irgendwie gezeigt wurde. Also ne, das BH ist wirklich das am wenigsten genutzte Teil während der Quarantäne gewesen sind. Und wir wollen jetzt einfach mal schauen, inwiefern das vielleicht sich gesundheitlich auswirken kann. Ein großer Teil, wo sich das nämlich, glaube ich, rein pragmatisch auswirkt, ist bei Brustschmerzen. Also die Mastodynie ist so ein Symptom, über das wir, glaube ich, insgesamt nicht genug reden oder für das wir uns insgesamt als Berufsstand vielleicht noch nicht genug interessieren. Es leiden doch viele Frauen unter Schmerzen oder einem Unwohlgefühl in den Brüsten. Ich glaube, dass wir da als osteopathischer Berufsstand einfach echt viel zu geben haben. Und das möchte ich mir jetzt mal gerne anschauen, in welchen Situationen das vielleicht für uns zum Tragen kommt. Also Mastodynie sind Schmerzen in einer oder in beiden Brüsten. Das ist teilweise oder bei vielen Frauen zyklusabhängig, vor allen Dingen gegen Zyklusende, also in der zweiten Zyklushälfte. Häufig ist es hormonell bedingt, wobei man sich ja dann fragen muss, diese Hormonschwankungen haben wir ja alle, also die, dass wir unterschiedliche Hormone haben in der ersten und der zweiten Zyklushälfte, das haben wir ja alle. Warum haben dann 40-50% von uns da ein Unwohlgefühl oder Schmerzen in den Brüsten aufgrund dieser Hormonsituation? Und da möchte ich nachher zum Beispiel mal ein anderer Grund dafür könnten zum Beispiel die Faszien sein, da möchte ich gern drauf eingehen. Dann ist ganz bestimmt die Frühschwangerschaft eine Situation, wo bei vielen Frauen eben ein Unwohlgefühl bis eine schmerzhafte Situation in den Brüsten auftritt. Und dann später wieder postmenopausal. Aber auch nach verschiedenen OPs, sei das aus diagnostischen Gründen, Mama-CAs, Zysten, aber auch nach Implantaten. Und diese Indikationen würde ich auch gern mit uns etwas mehr beleuchten. Insgesamt kann man sagen, dass Schmerzen in der Brust überwiegend harmlos sind an und für sich. Also nur 2% aller Brustschmerzen sind krebsbedingt. Das heißt, der größte Teil der Frauen, die mit Schmerzen in der Brust kommen, haben funktionelle Probleme. Und insofern sind wir da auch wirklich die Ansprechpartner für, um symptomatisch einzugreifen. In der Anamnese, denke ich, wird es auch etwas stiefmütterlich behandelt, dass wir eben in der Anamnese selten anschauen, wie geht es denn der Brust eigentlich? Also, ich glaube, die wenigsten von uns fragen danach, wie es der Brust der Patientin oder den Brüsten der Patientin geht. Aber es wären so diverse Fragen doch einfach interessant, die man vielleicht dann doch anfangen sollte, ganz regelmäßig zu stellen. Nämlich zum Beispiel, ob Zysten in der Brust da sind oder ob die Brust druckdolent ist, wie sich die Brust oder die Brüste im Zyklus verändern.
Und dann auch, welche Sorte BH getragen wird. Das ist vielleicht eher was, worauf wir dann eingehen während der Untersuchung, wenn wir zum Beispiel in der Untersuchung oder bei der Behandlung feststellen, dass die Patientin doch einen schlecht sitzenden BH hat oder auch sehen, dass der einschneidet und damit auch lymphatischen Abfluss der Brust eventuell behindert. Also das ist vielleicht eher schon mal die Situation, wo wir als Therapeuten mit der Patientin über BHs oder Brüste sprechen, aber vielleicht wäre es auch, sollten wir uns überlegen, ob es nicht vielleicht auch sinnvoll wäre, das sowas ganz Globales zu machen und die Brüste einfach mal in unser grundsätzliches Gesundheitsscreening mit aufzunehmen. Was die Brüste sonst angeht, ist eine Schwangerschafts- und Stillanamnese interessant. Also die weibliche Brust verändert sich ja, wenn keine Schwangerschaft eintritt, bis etwa zum 35. Lebensjahr reift die Brust aus. Wenn die erste Schwangerschaft vorher eintritt, also vor dem 35. Lebensjahr, dann wird es sozusagen passiert diese Ausreifung im Zeitraffer in der ersten Schwangerschaft. Also wenn eine Frau mit 20 das erste Mal schwanger wird, dann passiert die Brustreifung relativ schnell eben in diesem Alter. Ansonsten, wenn keine Schwangerschaft eintritt, dauert das etwa oder verändert die Brust sich bis zum etwa 35. Lebensjahr. Insofern ist eine Schwangerschaftsanamnese interessant, was die Brust angeht, aber dann auch eine Stillanamnese. Also wenn eine Frau Kinder geboren hat, hat sie überhaupt gestillt? Wenn ja, wie lange hat sie gestillt? Dann sind noch so Sachen wie Stillpositionen interessant. Also in welcher Position hat sie das Kind viel gestillt? Hat das Kind so zum Beispiel viel an der Brust ziehen dürfen oder nicht? Da gehe ich nachher noch drauf ein. Und dann ist eine Familienanamnese, was Brustkrebs angeht, wichtig, meiner Meinung nach, weil eben das doch familiär gehäuft auftritt. Insofern fände ich, also gerade nach Brustkrebs zu fragen, eine interessante Frage. Um uns jetzt nochmal anzuschauen, woraus besteht denn die Brust insgesamt? Also die Brust besteht natürlich aus Drüsengewebe, aber ansonsten ist die Brust überwiegend aus Oberflächen, besteht die Brust überwiegend aus Oberflächenfaszie und damit eben auch fettigem Gewebe oder adipösem Gewebe. Und ich finde diese Bilder von diesen Sektionen sehr eindrucksvoll, weil man eben sieht, weil man die Kontinuität der Oberflächenfaszie, finde ich, sehr schön sieht und auch wie sehr das Fettgewebe integraler Teil der Faszie ist. Das ist eben wie ein dreidimensionales Spinnennetz, das fasziale Gewebe ist und das Fett einfach ganz integral da mit eingebaut ist. Und das bedeutet natürlich für uns, dass wenn in der Oberflächenfaszie irgendwo in der Umgebung der Brust eine Restriktion ist aufgrund einer Narbe oder aufgrund einer Verletzung oder aufgrund einer anderen Operation, Intervention etc., dass das natürlich auch einen Einfluss auf die Brust hat. Also wenn zum Beispiel eine Restriktion der Armbewegung da ist, dann wird das eine Restriktion auf das Brustgewebe nach sich ziehen, weil eben der Arm an und für sich als eine Hebelwirkung auf die Oberflächenfaszie der Brust hat. Und insofern sollte man das immer mit in Betracht ziehen, dass zum Beispiel eine Brust schlechter lymphatische Drainage haben kann, wenn da jetzt an der jeweiligen Schulter, Arm, Klavikula etc., wenn da irgendwo eine Einschränkung ist, dann wird es auch die Brust in ihrer Beweglichkeit einschränken. Oberflächenfaszie ist ja so ein bisschen wie ein Tauchanzug, dass es eben die Form des Körpers ganz wiedergibt, aber eben, wie der Name schon sagt, an der Oberfläche ist. Aber wenn man an einer Stelle zieht, wird es an einer anderen Stelle auf jeden Fall eine Auswirkung haben. Der innere Halteapparat, wenn wir uns jetzt hier diesen Querschnitt durch die Brust anschauen, ist so, dass eben die Brust, der auf der Pectoralis Fascia aufliegt, und es verschiedene fasziale Verstärkungen gibt, die dann die Cooper-Ligamente heißen. Man sieht die hier im Querschnitt ganz schön dargestellt, dass sie eben um das Brustdrüsengewebe herumgehen, vor allen Dingen auch in der Brustwarze sich konzentrieren und dann eben nach posterior laufen und an der Pectoralis Fascia ansetzen. Und es sind genau diese faszialen Verbindungen, die eben genau wie alle anderen Faszien auch sich kontrahieren können oder eben Bewegungsrestriktionen darstellen können, so wie das in jedem anderen Gewebe auch ist. Und das kann zum Beispiel dann auch mal zu Schmerzen führen oder zu einer Empfindlichkeit führen, wenn da eine Bewegungseinschränkung
dieser Faszien ist. Und diese Faszien lassen sich genauso behandeln wie Faszien irgendwo anders am Körper auch. Da ist die Brust jetzt keine Ausnahme, sondern da kann man die Brust genauso behandeln wie jede andere Faszie auch mit direkten oder indirekten Techniken. Ich sage schon mal vorweg, ich behandle eigentlich überwiegend indirekt, weil es häufig erfolgreich ist und für die Patientin angenehm ist und risikofrei. Aber dieses dreidimensionale Spinnennetz, was sozusagen die fasziale Aufhängung der Brust in sich ist, die lässt sich eben wunderbar behandeln. Wenn ich mir jetzt nochmal diese verschiedenen Situationen... Claudia, darf ich dich kurz unterbrechen hier an dieser Stelle? Können wir doch mal kurz zu dem Bild zurückgehen mit der Brust? Wenn ich das jetzt so anschaue, und wir haben jetzt darüber gesprochen, BH ist eigentlich negativ für den venolymphatischen Abfluss. Könntest du dir vorstellen, dass aber ein BH jetzt bei sportlicher Betätigung oder auch, wenn ich sowieso die Neigung zu einer eher schwachen Bindegewebe habe, da auch einen positiven Einfluss haben kann? Doch, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Das ist, scheint auch, was die verschiedenen Studien oder Artikel, die es dazu gibt, scheinen das auch wieder zu spiegeln. Also es kommt ganz massiv auch auf das Gewicht der Brust an. Dadurch, dass ja dass ein Großteil des Volumens der Brust adipöses Gewebe ist, wird das natürlich auch mehr. Wenn man insgesamt zum Beispiel zunimmt oder wenn man insgesamt abnimmt, wird eben auch das Gewebe weniger. Und wenn jetzt da sehr viel adipöses Gewebe ist, dann ist natürlich dieser Halteapparat, den diese, vor allen Dingen die Cooperschen Bänder eben darstellen, dann ist es für diesen Halteapparat vielleicht einfach zu viel Gewicht und dann würde sich das schon lohnen, da BH zu tragen. Da ist in der Literatur wird jetzt viel beschrieben, dass es sozusagen ab einer Körbchengröße C, dass es eigentlich sinnvoll wäre, die Brust zu unterstützen. Und da ist es dann eben, scheint es dann eben nur wichtig zu sein, dass der, wenn BH getragen wird, dass es eben ein gut sitzender BH ist, dass er nicht irgendwo einschnürt, vor allen Dingen nicht unter der Brust einschnürt, sondern dass es eben, dass die Kräfte quasi gut verteilt werden über die Schulterbänder und über den Rücken. Also da ist ein BH auf jeden Fall, kann auch sinnvoll sein. Was auch postuliert wird, ist, dass alle Frauen, wobei ich das immer in Frage stelle, wenn man sagt, eine Regel für alle, aber es wird auch postuliert, dass man sagt, dass man 2 Stunden am Tag vielleicht keinen BH tragen sollte, während man noch aufrecht ist und sich bewegt. Also zum Beispiel dieses abends Heimkommen aus dem Büro und dann aber vielleicht, was ja viele von uns vielleicht sowieso tun, BH einfach erstmal ausziehen und dann den Rest des Tages eben keinen tragen. Also dass vielleicht so eine Mischung auch ganz gut ist. Bei sportlicher Betätigung, du hast jetzt nach sportlicher Betätigung gefragt und ich denke, da liegt es wirklich, kommt es wirklich darauf an, was für ein Sport. Also ich denke, bei so Sachen wie Rennen oder so, also wenn man laufen geht, da ist es bestimmt sinnvoll, das Gewebe zu unterstützen, weil es ja sonst so rhythmisch quasi und mit Schwung an diesen Bändern zieht. Wohingegen beim Schwimmen gehen oder so wäre das ja was anderes. Also Schwimmen gehen wäre bestimmt eigentlich ohne Oberteil besser als mit Oberteil, was die lymphatische Drainage angeht, wobei man das ja nicht überall umsetzen kann, das ist mir auch klar. Danke. genau, wenn wir jetzt auf die Frühschwangerschaft eingehen, die Brust vergrößert sich etwa um ein Drittel in den ersten 12 Wochen. Das liegt überwiegend am Östrogeneinfluss in der Schwangerschaft, also vor allen Dingen auch in der Frühschwangerschaft. Und häufig sind die Brüste dann sehr empfindlich. Und viele Frauen beschreiben auch, dass sie es fast nicht ertragen können, berührt zu werden. Und das wird zwar so beschrieben, dass das die Symptome in der Frühschwangerschaft sind und dass das auch eins der frühen Schwangerschaftszeichen ist. Also das, wovor es jetzt so ganz empfindliche Schwangerschaftstests gab, wurde das immer beschrieben, dass das eben ein sehr frühes Schwangerschaftszeichen ist. Aber ich bin der festen Meinung, das muss so nicht sein. Sondern wenn fasziale Restriktionen in der Brust oder auch die fasziale Reaktion in der Brust auf dieses relativ schnelle Wachstum behandelt wird, dass dann dieses unangenehme Gefühl oder auch schmerzhafte Gefühl eigentlich auch ganz zurückgehen kann und zwar sehr schnell, also innerhalb von 10 Minuten oder so. Also dass es am Ende der Behandlung die Brust wirklich angenehm ist. Ich habe da eine interessante Erfahrung mal mit Hebammen gehabt, also in einem Hebammenkurs, wo 2 Hebammen gerade selber früh schwanger waren
also in der, beide in der 11. Woche. Und dann haben wir da die Brüste behandelt und haben und dann sind die beide lachend durch die Gegend gelaufen und haben gesagt, das wäre toll, wenn sie das vorher gewusst hätten und so. Also sie haben sich wahnsinnig gefreut und weil es jetzt Hebammen waren, waren die da auch, glaube ich, sehr offen, irgendwie darüber zu sprechen hinterher. Also es ist das Unwohlgefühl kann schon sehr eklatant sein und ich meine Erfahrung ist eben, dass wenn man das behandelt, dann muss das nicht so ausgeprägt sein. Dann kann man sozusagen den Patientinnen wirklich dabei helfen, sich insgesamt viel wohler zu fühlen. Man kann natürlich, dieses Wachstum findet statt, der Östrogeneinfluss ist da, aber man kann eben dem Körper helfen, sich besser anzupassen. Genau. Dann so am anderen Ende des Spektrums, also postmenopausal, ist meine Erfahrung eigentlich auch so. Ich wollte jetzt nochmal eben darauf eingehen, warum postmenopausal die Brüste eventuell wehtun. Eigentlich sind ja dann, ist ja dann weniger Hormone zugegen, insofern, oder weniger Hormone zugegen. Deswegen sollte man meinen, dass die Brüste sich dann auch etwas entspannen könnten sozusagen, dann nicht mehr darauf reagieren müssen. Aber was eben passiert, ist, dass also vor der Menopause ist es ja so, dass die Eierstöcke eben Östrogen in der ersten, also überwiegend Östrogen in der ersten Zyklushälfte und dann nach dem Eisprung überwiegend oder mehr Progesteron eben aus dem Gelbkörper. Und nach der Menopause ist es dann aber so, dass zwar, dass der Eierstock immer noch Östrogen bildet, aber eben dadurch, dass es häufig nicht mehr zum Eisprung kommt, gibt es keine Gelbkörper mehr und dadurch kommt es dann zu einem relativen Progesteronmangel beziehungsweise zu einem relativen Östrogenüberschuss. Und dieser relative Östrogenüberschuss, also diese relative Östrogendominanz führt dazu, dieses geschwollene Gefühl in den Brüsten und die Wasseransammlung in den Brüsten eben so zunehmen kann, dass es schmerzhaft ist. Ich wollte mir da jetzt nochmal eben mit uns den Zyklus anschauen, um das einfach nochmal darzustellen, weil Zyklus ist ja irgendwie sowas, was vielen von uns schwerfällt, sich länger als einen Tag oder so zu merken. Ich kann das nachvollziehen. Also wenn wir uns hier anschauen, hier haben wir einen Querschnitt durch ein Ovar, das mehrere Stadien im Zyklus gleichzeitig zeigt. Also da sehen wir oben links im Ovar die Primärfollikel. Und diese Primärfollikel fangen dann an, eben sich weiterzuentwickeln, fangen dann an, Östrogen auszuscheiden oder zu produzieren, an den Körper abzugeben. Und wenn der nach dem Eisprung ist es eben so, wenn das Ei sozusagen, es ist ja nicht der ganze Follikel, der sozusagen das Ovar verlässt, sondern überwiegend nur die Eizelle, dann bildet sich das, was vom Follikel übergeblieben ist, in den Gelbkörper um. Das sehen wir da als diese große gelbe Masse im Ovar. Und der Gelbkörper bildet dann Progesteron für die zweite Zyklushälfte. Und das Progesteron führt dann dazu, dass die Gebärmutterschleimhaut, die sich unter dem Einfluss von Östrogen am Anfang des Zyklus aufgebaut hat, erhalten bleibt, also dass das nicht sofort wieder abblutet. Und es ist dann die zweite Zyklushälfte ist dann etwa 12 bis 14 Tage lang. Und wenn dann da keine Schwangerschaft eintritt, dann kommt es eben zu einer Abbruchblutung danach. Wenn wir uns das nochmal anschauen mit den Hormonen über den Zyklus hinweg, dann haben wir am Anfang des Zyklus eben die Regelblutung. Dann fängt Östrogen, beginnt dann zu steigen, weil es eben von dem wachsenden Follikel mehr ausgeschieden wird. Unter dem Einfluss von Östrogen bildet sich die Gebärmutterschleimhaut auf. Dann kommt es Mitte des Zyklus zur Ovulation. Teilweise aufgrund von LH. Und dann fällt relativ zum, also Östrogen wird weiter gebildet, aber relativ zum Progesteron wird dann eben weniger Östrogen gebildet. Also Progesteron ist das dominante Hormon der zweiten Zyklushälfte. Das kommt aus dem Gelbkörper, wird im Gelbkörper gebildet. Und das erhält eben die Gebärmutterschleimhaut zu dem Zeitpunkt. Und wenn das schön ausgeglichen ist, dann geht es der Brust mit ihrem Wasserhaushalt eigentlich gut. Und wenn dieser Wasserhaushalt ausgeglichen ist und es dazu keine Stauungen kommt, dann sollte sich eine Brust eigentlich wohlfühlen. Darf ich dich hierzu was fragen? Bitte. Oft wird ja postuliert, dass auch bei Zyklusschwankungen, vor allem bei verkürztem Zyklus, eigentlich immer die erste Phase, also die östrogendominante Phase, verkürzt ist.
Können wir eigentlich immer so genau sagen? Ich meine, ein Corpus Luteum hat die Lebenszeit von 14 Tagen. Aber ich meine, Frauen kommen zu uns mit Problemen. Und kann es nicht sein, dass auch in der Qualität des Corpus Luteum, auch vielleicht Richtung Insuffizienz, einfach auch öfters Probleme vorherrschen, die in der zweiten Zyklushälfte eine Verkürzung herbeiführen eigentlich? Doch, auf jeden Fall. Also das ist auch nicht so ganz schwarz-weiß, dass man sagt, dass die zweite Zyklushälfte überhaupt keine Variabilität hat. Hier auf dieser Grafik, die wir jetzt gerade zeigen, ist ja auch auf der Grafik zu sehen, dass man sagt, das ist so 12 bis 16 Tage eventuell die Lutealphase. Es ist nur eher so, dass eben im Vergleich zur ersten Zyklusphase ist die zweite, hat die zweite Zyklusphase mehr Stabilität. Die erste Zyklusphase kann halt viel mehr variieren. Also die könnte auch mal 4 Wochen lang sein oder auch mal nur eine Woche lang sein, je nachdem, wie der Einfluss von FSH zum Beispiel ist. Und die zweite Zyklushälfte hat mehr Stabilität, aber dass man jetzt sagen kann, die ist immer genau 14 Tage lang, das stimmt so nicht. Das hängt schon auch, also du hast gerade Geldkörperinsuffizienz oder Corpus Luteum-Insuffizienz erwähnt. Und mein Eindruck ist schon, dass wenn ein, dadurch, dass das Corpus Luteum sich ja aus dem Follikel heraus entwickelt, wenn der Follikel sich jetzt nicht gut entwickelt hat in der ersten Zyklushälfte, weil er zum Beispiel nicht genug Zeit dafür hatte, dann kann das Corpus Luteum eben sich auch nicht gut entwickeln. Es ist ja aus dem gleichen Material aufgebaut. Also sprich, man braucht eigentlich einen gut und stark aufgebauten Follikel, damit der dann einen guten Gelbkörper bilden kann, damit dieser Gelbkörper eben ausreichend Progesteron ausschütten kann. Also das ist einfach voneinander abhängig. Aber es kann schon sein, dass Frauen zum Beispiel eine verkürzte Lutealphase haben, die dann vielleicht nur 12 Tage lang ist. Und wenn wir uns da mit der Fertilität auseinandersetzen, dann könnte das zum Beispiel ein Grund sein, warum eine Schwangerschaft nicht erhalten bleibt, weil eben die zweite Zyklushälfte nicht lang genug ist, um die Schwangerschaft zu erhalten, bis die HCG-Werte hoch genug sind, um das weiterhin zu tun. Dankeschön. Ich wollte überwiegend darauf eingehen, was wir machen, also was wir osteopathisch tun, aber ich habe gedacht, ich erwähne dann nochmal gerade so ein paar andere Hilfsmittel, die eben empfohlen werden. Also einerseits wird Progesterongel empfohlen, was lokal auf die Brust aufgetragen wird und was eben bei einem Großteil der Frauen hilft, was eben uns zeigt, dass Progesteron, also dass eben diese relative Östrogendominanz eben ein Problem sein könnte, sowohl prämenstruell als auch postmenopausal. Das ist natürlich nicht so sehr ein Problem in der Frühschwangerschaft, aber bei den prämenstruellen Brustschmerzen und den postmenopausalen Brustschmerzen kann es sein. Da gibt es diverse Kontraindikationen, das sollte man auf jeden Fall mit dem Gynäkologen absprechen, das sollte man nicht einfach so selber anwenden. Dann ist Mönchspfeffer was sehr häufig empfohlen wird, um die zweite Zyklushälfte zu unterstützen. In diesem Fall, also was die Brust angeht, ist es hilfreich, weil es die Prolaktinausschüttung hemmt. Insofern ist Mönchspfeffer nicht was stillende Frauen nehmen sollten als solches. Aber das hat eben einen Einfluss auf die Dopaminrezeptoren und hemmt damit die Prolaktinausschüttung. Wenn man zu viel Prolaktin hat, dann kann das eben dazu führen, dass die Brust deswegen mal schmerzhaft ist. Und dann werden noch Dinge wie Vitamin E, Nachtkerzenöl und Leinsamenöl empfohlen als weitere Mittel, um die einzusetzen. Dann finde ich eine ganz spannende Indikation, was Brustschmerzen angeht, Frauen nach oder mit Implantaten. Und zwar kann das ja sowohl nach einem Brustkrebs sein, dass es da ein Implantat gibt, oder auch einfach so nach einer Brustvergrößerungs-OP. Also Implantate können nämlich zu einer Art Fibrosierung führen. Und das Interessante daran ist, dass die Patientinnen den Eindruck haben, das ist eine strukturelle Veränderung in der Brust, weil man auch von einer Kapselbildung spricht. Diese Veränderung im Bindegewebe, die da in der Brust passiert, aufgrund des Implantates, ist eine positive Veränderung, weil sie eben der Brust Stabilität gibt und eben auch das Implantat gut hält. Also das Bindegewebe, das
das fibröse Bindegewebe reagiert auf den Fremdkörper, das Implantat. Teilweise reagiert sie auch auf Bakterien, die damit eingeschleppt werden. Aber es führt eben zu einer gewissen Stabilität, die eben auch das Implantat an der richtigen Stelle hält. Aber es passiert eben auch so eine Kontraktion, also eine kapsuläre, man spricht von einer kapsulären Kontraktion um das Implantat herum. Und das ist eben genau das, was wir eigentlich überall woanders im Körper behandeln, dass eben in den Faszien zu einer, zu die kontraktilen Fasern in den Faszien sich zusammenziehen, da zu einer Verhärtung führen. Und aufgrund dieser Verhärtung es eben zu Schmerzen kommt. Und die Patientinnen meinen aber, dass das ein strukturelles Problem ist in der Brust, das man eventuell auch operativ behandeln müsste. Und medizinisch ist das auch so, dann wird das Implantat rausgenommen und ein neues eingesetzt. Und dann hat die Patientin 1 bis 2 Jahre damit Ruhe und dann kommen die gleichen Symptome aber eventuell wieder, weil das eben wohl der Zeitraum ist, diese Fibrosierung braucht, damit diese Fasern so fest werden. Da wollte ich jetzt nochmal eben zeigen, wo man verschiedene Implantate hinsetzt, damit ihr euch das vorstellen könnt. So. Also man kann die direkt unter die, man kann ein Implantat, das blaue hier ist das Implantat, also man kann ein Implantat direkt unter die Brustdrüse setzen. Oder man kann das Implantat setzen zwischen den Pectoralis-Muskel und die Pectoralis-Faszien. Oder man kann das Implantat unter den Pectoralis-Muskel setzen. Diese OP, dass es submuskulär eingesetzt wird, ist zwar dauerhaft wohl besser, ist aber als OP unangenehmer und es dauert auch länger zu heilen. Es kann Auswirkungen haben auf die peripheren Gelenke, die, also zum Beispiel, also dass die Frauen da Restriktionen in der Schulterbewegung kriegen, wenn der Muskel dazu sehr irritiert wird mit dem Implantat. Aber diese Fibrosierung oder beziehungsweise diese Verkapselung des Implantates scheint, wenn das Implantat unter dem Muskel sitzt, nicht so sehr stark ausgeprägt zu sein, als wenn es zwischen dem, also wenn es näher an der Brustdrüse bzw. an der Faszie der eigentlichen Brust sitzt, dann scheint es ausgeprägter zu sein. Jetzt gehe ich nochmal dahin zurück. Also es scheint zu weniger Kontraktionen zu kommen, wenn das Implantat unter dem Muskel sitzt. Aber diese Kontraktionen sind manuell wunderbar behandelbar. Und insofern möchte ich euch alle dazu ermutigen, den Patientinnen das einfach anzubieten. Es ist denen nicht klar, dass das manuell behandelbar ist. Das gehört auch nicht irgendwo zu den Aufklärungen dazu. Aber es bietet sich wirklich an und man hat da relativ schnell Erfolg mit. Und insofern wollte ich einfach uns als Berufsstand ermutigen, uns darum zu kümmern. Ich hatte eine schwedische Patientin, die da sehr offen drüber gesprochen hat und die gesagt hat, was hat man davon, wenn man den schönsten Busen der Welt hat und er aber so schmerzhaft ist, dass niemand ihn anfassen darf. Ja? Also das ist so, da war die echt frustriert und hatte irgendwie nach 8 Jahre nach ihrem Brustimplantat sich gewünscht, dass sie das doch eher lieber gelassen hätte im Endeffekt. Und dann haben wir es einmal behandelt und damit war es gut. Also der Behandlungserfolg war sehr schnell da und insofern ist das wirklich was, wo ich denke, da sollten wir uns mehr drum kümmern. Dann müsste ich natürlich auch was zur stillenden Brust sagen, weil die stillende Brust natürlich auch Schmerzen produzieren kann. Da liegt es wahrscheinlich mehr als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt an mechanischen Einflüssen. Also wenn die Brust Milch produziert, dann ist es ja so, dass es da auch mal dazu kommen kann, dass nicht genug Milch abfließt. Also die Milch sollte eigentlich in den Milchgängen bleiben, also im Drüsengewebe bleiben. Die sollte eigentlich nicht austreten in das Fasziale oder in das Gewebe der Oberflächenfaszie. Und da spricht man dann vom Milchstau, wenn die Milch da sich nicht, also wenn die nicht gut abtransportiert. Und wenn Milch in das umliegende Gewebe eindringt, dann führt das zu einer Entzündungsreaktion. Also es sind nicht unbedingt Bakterien, die da eindringen, die die Entzündungsreaktion machen, sondern es ist einfach chemisch, dass die Milch, wenn man Milch in eine Faszie gibt, dann wird es zu einer chemischen Entzündungsreaktion. Da kommt es dann zur Mastitis. Und
wenn der Körper da quasi vorgeschädigt ist, dann ist es, bildet es eine wunderbare Grundlage dafür, dass sich da Bakterien draufsetzen können. Und da kann es dann auch zu einer bakteriellen Mastitis kommen. Aber an und für sich ist Mastitis nur eine, eben eine Entzündlichkeit des Gewebes, die aber jetzt nicht unbedingt bakteriell bedingt ist, sondern die eher mechanisch bedingt ist und dann chemisch eben durch den, durch das Eindringen von Milch. Das ist natürlich vor allen Dingen bei Stillbeginn ein Problem, also wenn Frauen erst anfangen zu stillen, bevor sich das Verhältnis von Angebot und Nachfrage eingestellt hat zwischen der Mutter und dem Kind, weil ja so beim Milcheinschuss am dritten oder vierten Tag nach Geburt da teilweise doch sehr, also die Durchblutung sehr hoch ist der Brust und die Brust eh geschwollen ist und das Kind kann aber, also trinkt da noch nicht viel und kann auch nicht so viel trinken und kann das in dem Moment auch häufig nicht unbedingt wegtrinken und da kommt es natürlich dann auch, kann es dann auch schon mal dazu kommen, dass es da zum Milchstau kommt. Und diesen Frauen kann man wunderbar helfen, indem man manuell die Brust behandelt, einfach indirekt die Spannung aus der Brust nimmt, damit die Brust dann wieder gut abfließen kann. Darf ich kurz einhaken? Inwiefern, du sagst, du behandelst mehr indirekt. Gibst du den Frauen oder behandelst du auch manchmal direkt, indem du die Brust Richtung Brustwarze wirklich direkt ausstreichst oder Wärme und Kälte dazu nimmst? Schon, wobei ich die Frauen das eigentlich mehr selber machen lasse. Also ich würde die Frau eher dazu anleiten, dass sie ihre Brust selber gut ausstreichen kann. Dabei ist auch hilfreich, dass man einfach so die Schwerkraft dazu nimmt und das zum Beispiel eben vornübergebeugt macht. Also das Brustausstreichen bietet sich eigentlich an, so während man unter der Dusche steht oder also da ist es dann, ja, die Brust schön warm einduschen, dass sie schön warm ist und dann die Milch einfach ausstreichen. Dann, das ist, wäre zum Beispiel was. Oder ansonsten auch auf allen Vieren, also dass man die Schwerkraft einfach helfen lässt. Also insofern benutze ich persönlich weniger direkte Techniken, also direktes Ausstreichen, sondern ich bemühe mich halt, dass die faszialen Kontraktionen in der Brust nachlassen und dann lasse ich die Frau das eigentlich selber machen. Also leite sie dazu an und lasse sie das aber selber machen, weil das ja Milch ausstreichen ja was ist, was man irgendwie alle paar Stunden im Zweifel wieder machen muss, bis das Kind ausreichend trinkt. Und so häufig würde ich die Frau ja gar nicht sehen, sondern ich versuche eben die Hindernisse des guten Abflusses zu behandeln und die Frau ansonsten gut anzuleiten, das selber zu tun. Hast du als Hebamme noch andere Tools wie Akupunktur, mit denen du Erfahrung hast? Ich habe als Hebamme, also früher mehr Akupunktur verwendet als heute. Aber das liegt mehr daran, dass ich eben damals diese manuellen Techniken noch nicht konnte. Aber an und für sich ist eben die Brust zu akupunktieren, funktioniert meiner Meinung nach auch auf einer faszialen Ebene, dass man eben faszial einfach zur Entspannung, also reflexmäßig zur Entspannung führt. Das hat hervorragend funktioniert. Also als ich nur Hebamme war und noch nicht Osteopathin, habe ich viel Akupunktur von stillenden Brüsten gemacht und das, da war dann so manche ziemlich eklatante Mastitis innerhalb von 2 Tagen auch wieder abgeklungen ohne Antibiotika. Und das funktioniert wunderbar. Aber ich denke, dass es manuell freundlicher ist auf eine gewisse Art und Weise und den gleichen Effekt hat. Also es geht auf eine gewisse, also es geht schneller, zu akupunktieren geht natürlich schneller, als selber, als mich dahin zu setzen und zu behandeln. Also es ist so ein bisschen auch eine Zeitfrage. Ich will gar nicht unbedingt sagen, dass es besser ist, aber es ist halt eine freundlichere Art zu behandeln, als in die Brust hineinzunadeln. Wobei ich sagen muss, dass ich bin ja selber nicht so ein großer Fan von Nadeln. Insofern, das war ja damals das, was mich von der Akupunktur weggebracht hat. Brust zu nadeln tut überhaupt nicht weh. Also das ist so eine der angenehmsten Stellen im Körper, wo man überhaupt genadelt werden kann. Insofern ist das jetzt nicht was, wo ich sagen möchte, nein, das würde ich jetzt heutzutage nicht mehr tun. Aber das ist schon sinnvoll. Hast du gerade nach Homöopathie gefragt auch? Nein, aber wäre trotzdem interessant. Ich wusste es gerade nicht mehr. Ja, also mit Homöopathie ist es eher so, dass ich denke, dass so Konstitutionsmittel in so akuten Präsentationen wie einer frisch entbundenen Frau zum Beispiel schon gut funktionieren, aber damit muss, also da gibt es jetzt halt nicht ein Mittel, sondern das muss halt das Mittel sein, was für die Frau passt. Insofern ist das jetzt nicht ganz so benutzerfreundlich, wohingegen man
wenn man zum Beispiel die Brust akupunktiert, könnte man sagen, man akupunktiert den auf dem Magenmeridian oberhalb und unterhalb der Brust und den, was wir den präaxillären Brustpunkt nennen. Also sprich, wenn man den Arm anliegen hat, der Punkt, der zwischen Axilla und Brustwarze liegt und nadelt dann immer auf die Brustwarze zu, also parallel mit der Thoraxwand. Das ist einfach und funktioniert gut. Also das ist so, das, ja, das kann man einfach anwenden. Danke. Ja, und dann bei der stillenden Frau würde ich dann natürlich, also da wird dann unser Feld natürlich größer, da würde ich danach schauen, dass das Kind eben gut saugen kann. Also dass das Kind die Brust gut entleeren kann, dass das Kind mit seinem Kinn in die Brust der Mutter hineindrückt, um gut zu trinken. Und das würde dann natürlich auch wieder die Oxytocin-Ausschüttung fördern bei der Mutter und dadurch den Milchspendereflex. Also da wird es dann ein Kreislauf, wo ich persönlich immer Mutter und Kind zusammen behandeln würde. Also und beim Kind dann natürlich auch so Dinge wie Muskulatur unterm Kinn und Muskulatur der Zunge und Aufhängung des Kiefergelenks und eventuell kranial die Gesichtsknochen, vor allen Dingen, wenn es da unter der Geburt mehr Druck gegeben hat, wenn es zum Beispiel eine Gesichtseinstellung war oder eine Vorderhaupteinstellung. Also da würde ich dann eventuell das Kind behandeln, um der Brust gut zu tun. Danke. Ja, und dann so grundsätzlich, also um einfach nochmal darauf zurückzukommen, die Frauen mit den Mastodynien sonst, wenn sie jetzt keine stillenden Frauen sind, würde ich als Behandlungsansätze mir eben überlegen, hormonell einen Ausgleich zu schaffen, also einerseits die Ovarien eben zu behandeln, vor allen Dingen auch die Durchblutung der Ovarien. Da wäre es mir einfach wichtig, aufs autonome Nervensystem zu schauen, was die Durchblutung angeht, also eben da einen Ausgleich zu schaffen, damit da eine gute arterielle Versorgung ist, also auch wieder mit dem Hinblick, was wir gesagt hatten, wenn wir eine gute arterielle Versorgung fürs Ovar haben, dann kann das gute Follikel reifen lassen und aus einem guten Follikel kann sich ein guter Gelbkörper entwickeln und wenn wir einen schönen Ausgleich zwischen Östrogen und Progesteron haben, dann macht diese Hormondifferenz der Brust wahrscheinlich weniger zu schaffen. Dadurch, dass der Zyklus ja massiv auch von den Hormonen der Hypophyse abhängig ist, würde ich da auch immer die Umgebung der Hypophyse versuchen, so gut wie möglich auszugleichen, also SSB, die intrakranialen Membranen etc. Also da würde ich einfach nach einem hormonellen Ausgleich schauen und dann lokal eben die Spannung an der Brust ausgleichen und da eben mit Faszienarbeit und vor allen Dingen auch indirekter Arbeit ansetzen. Also da habe ich wirklich schöne Erfahrungen mitgemacht und da muss man sich nicht vor fürchten. Das kann man einfach mal ausprobieren, selbst wenn man das noch nie gemacht hat. Und ich wollte jetzt noch ganz praktisch dazu erzählen, wie ich das praktisch in der Ordination mache. Also dadurch, dass ich ja auch viel in England gearbeitet habe und in England ja doch da mehr Zurückhaltung ist, also da würde eine Patientin wahrscheinlich mehr Zurückhaltung zeigen, mir jetzt nicht ihre nackte Brust sozusagen zum Behandeln zu geben, habe ich mir das in der Praxis so angewöhnt, dass ich die Patientin natürlich aufkläre darüber, was ich mache und dann sage, ich hätte gern, dass sie T-Shirt ausziehen, BH ausziehen, das T-Shirt wieder anziehen. Also das T-Shirt ist mir nicht im Weg, aber der BH wäre mir im Weg. Eventuell diskutiere ich das mit denen auch schon, bevor sie sozusagen zu dem Termin kommen, dass sie gleich ohne BH kommen. Und das würde dann folgendermaßen aussehen, dass also ich Zugang zur ganzen Brust habe, ohne auf die nackte Brust jetzt zu fassen. Und dadurch ist es selbst bei, ich sag mal, schamigeren Patientinnen kein Problem und dann bin ich auch noch nie, bin ich auch noch nie aufgestoßen. Also es ist mir noch nie übel aufgestoßen sozusagen. Und ich fange dann damit an, dass ich so wie man bei diesem Handgriff sozusagen auf diesem Bild sieht, dass ich erstmal die ganze Brust im Verhältnis zur Pectoralis Faszie behandle. Also da wirklich um die ganze Brust herumfasse, um alle vier Quadranten und spüre, gibt es da einen Zug im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn, nach links, rechts, oben, unten. Und da würde ich einfach in die Leichtigkeit einstellen, so wie ich das bei zum Beispiel einer Balanced Ligamentous Tension Technik an einem Gelenk auch tun würde und würde darauf warten, dass sich das Brustgewebe insgesamt entspannt. Also das ist, finde ich, sehr hilfreich und ist eben wirklich, obwohl es
klassische Brustbehandlung ist überhaupt nicht invasiv. Ja, so, das wäre nochmal die gleiche Technik einfach von der Seite. Also ich nehme ganz global Kontakt auf, aber fasse eben nicht direkt auf die Brust, sondern fasse um das Gewebe der Brust herum. Und wenn sich das ausgeglichen hat, dann fühle ich dann spüre ich einfach in das fasziale Gewebe der Brust hinein. Ich zeige da gleich ein Video zu, wie das aussieht. Und spüre nach Verhärtung, und dann, wenn da Verhärtungen sind, dann bewege ich die auch, stelle ich die auch in die Leichtigkeit ein und warte darauf, dass sie sich lösen, und arbeite da ganz systematisch. Und bei zum Beispiel dieser Frau der letzten Frau mit dem Implantat habe ich da bestimmt 35 Minuten nur an der Brust behandelt, bis sich diese Verhärtungen alle gelöst hatten. Aber einfach unter dem Wissen, es sind Kontraktionen, es ist nicht unbedingt eine strukturelle Veränderung. Also dieses, was medizinisch eine Verkapselung im Gewebe als Verkapselung bezeichnet wird, ist nicht unbedingt eine strukturelle Veränderung, sondern es kann eine funktionelle Veränderung im Brustgewebe sein, die hervorragend auf Behandlung anspricht. Und dann könnte das folgendermaßen aussehen. Also ich spüre in die Brust hinein, um zu spüren, wo ist da jetzt eine Verhärtung, und dann würde ich da reinarbeiten. Die Freundin, die mir jetzt hier Modell gestunden hat, hatte ganz weiche Brüste. Insofern konnte ich da jetzt keine Techniken zeigen. Aber so mit dieser Art von Kraftaufwand, in Anführungsstrichen, würde ich eben mit der Brust umgehen. Ich zeige das nochmal. Ja, ich spüre einfach in die Tiefe, wo sind da Verhärtungen. Und würde die dann lösen, würde einfach systematisch die ganze Brust behandeln. Was ich dabei auch hilfreich finde, ist, dass man sich sozusagen mit einer Hand die Brust stabilisiert und mit der anderen hineinpalpiert. Vielleicht zeige ich das einfach nochmal. Und wenn du die Verhärtung aufgespürt hast, dann behandelst du auch indirekt oder machst du es über solche Verschiebebewegungen, dass du es dann löst? Eigentlich versuche ich immer alles indirekt, und das in 98% der Fälle funktioniert das auch. Also hier, da halte ich mir die Brust mit der rechten Hand halte ich die Brust fest, um dann mit der linken Hand hinein zu palpieren. Also, aber das ist, ich sage jetzt nicht, das ist die einzige Art und Weise, das zu behandeln. Ich mag das gut. Das funktioniert ganz gut. Ja, das wollte ich da pragmatisch zu sagen. Und dann wollte ich eigentlich auch noch pragmatisch was zum Thema virusfrei behandeln sagen, einfach weil ich bei meinen pragmatischen Tipps war, wobei, wenn wir jetzt ab morgen oder ab nächster Woche oder überhaupt wieder anfangen zu arbeiten, ist das vielleicht nicht mehr ganz so relevant, aber ich wollte euch auch erzählen, dass ich vieles mit Frauen jetzt auch einfach per Video gemacht habe. Also und bei Brüsten wäre es dann zum Beispiel so, dass ich mir das zeigen lasse, auch wie das aussieht, um zu sehen, muss ich die vielleicht doch zum Arzt schicken, ob das jetzt eine richtige Mastitis ist, die vielleicht dann doch auch mal ein Antibiotikum braucht. Und habe Frauen dazu angeleitet, sich selbst zu behandeln. Und das hat hervorragend funktioniert. Und ich wollte euch einfach noch das Tool vorstellen, was ich dafür jetzt benutzt habe. Das ist nämlich ein Gratis-Tool zurzeit. Das Trust Table heißt, das ist ein original österreichisches Produkt. Und man kann sich da gratis, wie gesagt, anmelden und sozusagen eine Online-Praxis aufbauen. Und es ist datensicher, und man kann eben per Video die Patienten kontaktieren. Und es ist vor allen Dingen für Österreich entwickelt worden. Was wollte ich dazu noch sagen? Ach so, man lädt die Patienten einfach ein, sich da mit ihrer Sozialversicherungsnummer zu registrieren. Das geht auch anonym. Also die Patienten können einen auch anonym da kontaktieren. Das würde auch gehen. Und es ist aber total datensicher, und die Videounterstützung ist gut, weil man ja offiziell so Sachen wie Skype oder so eben nicht für diese Sachen wie Skype sind ja nicht datensicher, um Patienten sozusagen direkt zu beraten. Insofern fand ich das ein ganz tolles Tool, um mit Patienten einfach auch, während wir sie nicht in der Praxis sehen dürfen, zumindest visuell darin zu unterstützen, wie sie arbeiten.
Genau, das wollte ich euch einfach praktisch nochmal mitgeben, weil ich das auch gerade für Still- und Brustprobleme doch sehr hilfreich fand, auch in dieser Zeit, wo man Patienten nicht selber anfassen darf. Genau. Ja, das war's von mir erstmal so. Darf ich dich noch was fragen? Du hast vorhin bezüglich des Stillens und der faszialen, ja, sagen wir Stabilität, Elastizität nochmal gesprochen. Das heißt, wie kann die Stillposition oder das Saugen des Kindes eine Brust auch negativ beeinflussen? Verstehst du, was ich meine? Das ist jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Also das Kind sollte möglichst beim Stillen mit dem Kinn in die Brust drücken. Vielleicht, ich habe meinen großen Gummibusen hier, an dem könnte ich das gerade zeigen, wenn wir das. Weil du sprichst auch immer von der Ausdehnung der Brust, wenn das Kind zu sehr saugt, dass es irgendwie auch die fasziale Kontraktilität beeinflussen könnte. Ja, das stimmt. Also es sind zwei Sachen. Das Kind sollte möglichst so vor der Brust gehalten werden, dass es mit dem Kinn, wie gesagt, beim Trinken in die Brust hineindrückt. Jetzt kommt es auch vor, dass Frauen so stillen, dass sie sozusagen nicht das Kind zur Brust heben, sondern dass sie die Brust über das Kind hängen. Und das führt dann aber dazu, vor allen Dingen, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, dass das Kind die Brust lang zieht. Und das ist kurzfristig wahrscheinlich kein Problem, aber langfristig muss man sich eben schon überlegen, dass wenn da ein Kind mehrere Stunden am Tag eben an diesen faszialen Bändern zieht, dass es die dann schon auch längerfristig, also dass die sich dann auch strukturell in diese Richtung verändern. Und da das ja unser Halteapparat ist, kann das eben, also der Halteapparat unserer Brust, diese inneren Bänder, wenn man die langgezogen hat, dann sind die halt mal langgezogen. Also ich finde das, ich versuche Frauen immer dazu zu ermutigen, sich eine schöne Stillposition zu suchen, wo sie eben das Kind möglichst hoch an der Brust haben. Also zum Beispiel, indem sie eben auch länger als nur 1 oder 2 Monate mit dem Stillkissen stillen oder eben das Kind auch dazu ermutigen, zu ihnen zu kommen, anstatt dass sie sich über das Kind beugen. Damit sie sozusagen ihre Brustform nicht mehr als nötig malträtieren während des Stillens. Also so wird schon, also so hat die Stillposition schon einen Einfluss auf die Brust. Und was so lymphatischen Abfluss und Milchfluss angeht, da kann man eben so ganz pragmatisch auch damit umgehen, dass man sagt, also wenn die Milch jetzt zum Beispiel besonders schnell fließt, und man hätte gern, dass die Milch ein bisschen langsamer fließt, dass man sich einfach ein bisschen zurücklehnt beim Stillen, also dass man sich das Kind quasi auf den Bauch legt, und man sich vielleicht so 45-Grad-Winkel hinsetzt, wenn das Kind dann sozusagen gegen die Schwerkraft antrinkt und andersrum, wenn die Milch nicht so gut läuft, dann lohnt sich das eventuell auch mal so eben zu stillen, dass die Brust ein bisschen nach unten hängt, während man stillt. Also da kann man so ganz pragmatisch eben auch mit umgehen, dass man schaut, dass Schwerkraft da einfach hilft. Magst du uns wieder im Vollbild zu uns kommen? Was ich noch interessant finden würde, nochmal so ein bisschen, ich meine, zur Osteopathin gehe ich sowieso, das wissen wir jetzt. Wann gehe ich zur Hebamme, wann gehe ich zur Stillberaterin? Also Hebammen sind eigentlich grundsätzlich dafür ausgebildet, dass sie das, was Stillberater machen, auch tun. Also so ganz grundsätzlich. Insofern ist es eher eine Frage, eigentlich, wen kann man gut erreichen? Und also in Österreich ist es ja eingeschränkter zum Beispiel als in Deutschland, wie lange eine Hebamme bezahlt wird. Also in Deutschland wird eine Hebamme von der Krankenkasse so lange bezahlt, wie das Kind gestillt wird, egal ob das jetzt 1 Jahr oder 2 ist. Also solange das Kind gestillt wird, ist die Hebamme zuständig und wird die Hebammenberatung von der Krankenkasse bezahlt. In Österreich ist es nicht so. Insofern ist es in Österreich eher eine Frage, mit wem kommt man gut klar und an wen kommt man dran, weil bezahlen muss man sie im Zweifelsfall beide, also sowohl die Hebamme als auch die Stillberaterin. Und Stillberaterinnen haben quasi eine Spezialausbildung, also Stillberaterinnen können ja Kinderkrankenschwestern auch sein oder Krankenschwestern oder Hebammen können das als Zusatzausbildung gemacht haben. Aber an und für sich ist Stillberatung eine Spezialausbildung, die man eben eigenständig machen kann und die eben nur diesen Ausschnitt, also wo es nur ums Stillen geht, anschaut. Aber an und für sich sind Hebammen eigentlich für alle Stillfragen ausgebildet. Also insofern würde das schon beides gehen.
Super. Das war jetzt schon ein wunderschöner Vorgeschmack auf unseren Women's Health Kurs, wo wir ja im nächsten Seminar auch ganz viel über die Brüste reden werden. Und da bist du ja ab 2021 auch wieder Teil von, in unserem Postgraduate-Programm. Freue ich mich schon sehr drauf. Sag, gibt's Fragen im Online-Chat? Ich bin ganz schön. Sonst darf ich alle ermutigen, auch Fragen zu stellen. Es ist eine Frage von Christine. Wie lange sollte gestillt werden, damit das der Brustgesundheit der Mutter dient? Wenn ich mich jetzt da richtig dran erinnere, dann gibt also es ist ja so, dass Stillen das Brustkrebsrisiko vermindert, weil ein Großteil der Brustkrebsentartung eben aus dem Gewebe der Milchgänge kommt. Und es scheint wohl praktisch so zu sein, dass wenn die Milchgänge eine gewisse Zeit lang immer gut durchgespült werden, beziehungsweise sich da eben gut erneuern, dass das einen Schutz vor Brustkrebs macht. Und dieser Schutz beginnt statistisch relevant zu werden, ab wenn eine Frau mindestens 6 Wochen gestillt hat. Also 6 Wochen Stillen haben schon einen protektiven Effekt. Wie lange der jetzt ansteigt, also ob es da irgendwann sozusagen, ob das jetzt was ausmacht, ob man 6 Monate oder ein Jahr stillt, das weiß ich jetzt gerade nicht. Das müsste ich auch nachschauen. Aber das Stillen eben grundsätzlich protektiv für gegen Brustkrebs ist, das ist auf jeden Fall so. Und wie gesagt, der Mechanismus ist so ein ganz mechanischer, dass eben die Zellen da erneuert und durchgespült werden, die in den Milchgängen sitzen. Gut. Das ist bis jetzt die einzige Frage, die ich hier habe. Sind alle schon, haben alle schon ihren Hexenbesen genommen und feiern die Walpurgisnacht. Fein. Hast du noch irgendwas, was du ergänzen möchtest? Na, ich wollte einfach diese Gelegenheit nutzen. Ich hoffe, dass das rübergekommen ist, uns als Berufsstand zu ermutigen, sich mit für die Gesundheit von Brüsten zu interessieren und das nicht so als ein Nebenthema liegen zu lassen, sondern eventuell auch ganz zentral zu machen. Und wie sollen unsere Patienten darauf kommen, dass wir da was zu geben haben oder dass wir da vielleicht auch eine Lösung anzubieten haben, wenn wir da nicht mit ihnen drüber reden. Also insofern möchte ich einfach unsere Kollegen alle ermutigen, über in den Anamnesen, in den Erstgesprächen oder vielleicht auch in weiteren Gesprächen das einfach anzusprechen, um das zum Thema zu machen, falls das Thema ist, weil unsere Patienten da wirklich nicht von alleine drauf kommen, zu uns zu kommen und zu sagen, ich habe so Schmerzen in der Brust, können Sie da was dran tun? Also das ist mir zumindest noch nicht so spontan untergekommen, sondern das ist immer im Nebenthema sozusagen erwähnt worden. Und ich glaube, wenn wir da einfach in dieser 1-zu-1-Situation mit den Patientinnen mehr Aufklärung machen, dass wir da einfach vielleicht auch ganz pragmatisch eine Antwort drauf haben auf diese Problematik, dann machen wir uns damit vielleicht auch einen Namen. Du, da gehe ich total mit dir. Ich meine, wir teilen ja beide die Liebe für unseren Job. Aber auch bei mir ist selten Konsultationsgrund, dass es wegen Brustschmerzen, wenn es nicht gerade von der Mastitis kommt, Frauen zu mir kommen. Also wirklich nur noch nachfragen. Ich glaube, die Regelschmerzen, dass das nicht normal ist, das hat sich jetzt schon rumgesprochen. Aber dass wirklich die Erscheinungen der Brust auch zu behandeln sind, ich glaube, da liegt noch ein bisschen Arbeit vor uns. Ja, ne, ich glaube auch. Aber wie gesagt, ich wollte einfach eine große Ermutigung rausschicken. Genau. Ja. Gut, wenn keine Fragen sind, würde ich sagen, Claudia, wir nehmen uns den Besen und feiern, dass die Ausgangsbeschränkungen mit 1 Meter Abstand natürlich, die Ausgangsbeschränkungen vorbei sind und schmeißen um 12 Uhr unseren Mundschutz kurz weg. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, in UK ist auch schönes Wetter im Moment. Ansonsten wirst du bald in Wien sein und da ist es wunderschön. Fein. Ja, euch auch einen schönen Abend. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke dir. Danke, bis bald. Gut, während Claudia und ich noch unseren Besen nehmen, kriege ich schon die Einspielung für nächste Woche. Da wird es wieder mit Dr. Erich Meyer-Falli weitergehen, der in seiner Embryologie-Werkstatt Teil 5 wieder sehr viel basteln und erklären wird. Und wir haben nächste Woche auch, auf wen ich mich sehr freue, auf Pascal Crollo aus Kanada, der ein Webinar halten wird zu seinen Vagusnervtheorien, wo er auch einen Postgraduate-Kurs bei uns geben wird über Wirbelsäulenmanipulation und Effekte auf das psycho-neuro-endokrine-immunologische System. Deswegen finde ich das sehr spannend und freue mich sehr, dass Pascal dieses Webinar bei uns halten wird.
Ansonsten natürlich gilt wieder, bitte macht es auch anderen zugänglich, bitte shared uns, liked uns, dass eigentlich noch mehr Zuschauer kommen, weil wir möchten das gerne noch ein bisschen fortsetzen, zwar etwas in reduzierter Form, ab nächster Woche dann zweimal die Woche, aber uns hat es sehr viel Spaß gemacht und deswegen möchten wir auch noch ein bisschen Kaffee Stillport haben. Jo, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und auf Wiedersehen.